Herzlich willkommen. Ich bringe euch heute ein paar Eindrücke von meiner neuen Regent bei. Die habe ich vor einiger Zeit bestellt bei E-Classic in Walderstadt. Da habe ich eine Probefahrt gemacht und habe sie direkt vor Ort dann auch gleich bestellt. Wenn ihr die also mal probefahren wollt, fragt ruhig bei Wolfgang und Aloysia in Walderstadt nach. Ich habe einen Link in die Videobeschreibung reingelegt. So, jetzt aber zur Regent. Die habe ich vor 2 Wochen bekommen, habe sie jetzt auch angemeldet. Und ich sage jetzt mal die anfänglichen Sachen, die mir jetzt schon aufgefallen sind, damit ihr auch so ein bisschen eine Ahnung habt, was euch da erwarten könnte. Und ich werde dann irgendwann mal, wenn ich ein paar Kilometer drauf habe, auch ein längeres Video machen. So, fangen wir gleich mal mit dem Nummernschild an. Ihr seht, ich habe ein relativ großes Nummernschild hier dran. Das sind 22 cm und ich empfehle euch, auch wenn ihr ein E-Kennzeichen habt, nehmt ein kleineres Nummernschild. Das bedeutet auch, nehmt weniger Zahlen, nehmt weniger Buchstaben. So klein wie irgendwie möglich, weil was ich hier für ein Problem schon habe, ist, es gibt keinen Reflektor mehr. Der Reflektor wird durch das Nummernschild leider überdeckt. Ich musste den abschrauben und ich muss jetzt für 3 € so einen Reflektor rankleben an das Nummernschild. Ist nicht so schön. Denkt daran, wenn ihr euch das Wunschkennzeichen oder was auch immer besorgt, dass ihr da möglichst Kleines dran macht. Sieht einfach auch besser aus. Gehen wir mal von hinten nach vorne. Hier ist der Radnabenmotor, nichts Besonderes. Ist ein relativ starker Radnabenmotor mit 9 kW. Das heißt, ihr fallt unter die 11 kW Grenze. Ihr könnt das Ding also auch mit dem B196 fahren. In Deutschland zumindest. Im Ausland müsst ihr gucken, was für euch da gilt. Höchstgeschwindigkeit 120 habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Sehen wir auch gleich noch, was im Moment mein Problem ist. Es ist nämlich arschkalt gerade. Wir haben jetzt, wo die Sonne rauskommt, etwa 0 Grad, also um den Gefrierpunkt herum. Ihr seht auch, ich habe hier überall noch Eis drauf. Und was das für Auswirkungen hat, das erzähle ich euch gleich noch. Als nächstes Stoßdämpfer. Die hinteren Stoßdämpfer haben ein Problem. Die müssen nämlich das komplette Gewicht vom Rad und vom Motor dämpfen. Und ob sie dem gewachsen sind, muss ich noch ausprobieren. Bei der Probefahrt, die ich in Walderstadt gemacht habe, war das definitiv zu hart. Lässt sich natürlich noch ein bisschen einstellen. Das heißt, ich werde jetzt in den nächsten Tagen und Wochen einfach mal ein bisschen justieren. Bisschen schauen, ob es auch vielleicht an der Kälte liegt, dass hier die Stoßfänger ein bisschen arg hart sind. Denkt immer dran, wenn ihr die Reifen zu stark aufpumpt, dann wird es auch ein bisschen härter. Dann kommen wir nach vorne. Hier die Fußrasten ohne Federn. Das heißt, die klappen ein und klappen aus, wie ihr gerade wollt. Mir gefallen sie nicht so gut, weil die eben keine Springfedern haben. Das heißt, wenn ich losfahre und die sind oben, dann muss ich die erstmal irgendwie versuchen runterzuklappen und die klappen relativ schnell nach oben. Das heißt, das ist unangenehm. Was man hier auch sieht, das ist ein Bereich, wo ein bisschen Elektronik drin ist. Da ist zum Beispiel die Freischaltung für die Zündung drin. Und auf der rechten Seite hier ist es schon ein bisschen zerkratzt. Ich werde da wahrscheinlich einmal mit dem Poliermittel drüber gehen und dann sieht das wieder aus, wie es aussehen soll. Der Sitz selbst ist Leder, kommt aus dem gleichen Werk in Schweden, wo auch Volvo ihre Sitz, also Ledergarnituren produzieren lässt. Da sind sie auch stolz drauf, als schwedisches Unternehmen. Verständlich. Dann kommen wir ein bisschen weiter nach vorne. Hier ist der Battery Pack drin und der Anschluss zum Laden. Na komm, geh auf. Genau. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, so weit bin ich noch nicht gefahren. Kommen wir noch dazu, wenn ich das Bike ein paar Wochen, ein paar Tage gefahren habe, dann kriegt ihr mehr Infos dazu. So, jetzt sind wir vorne im Tankbereich. Tank in Anführungszeichen. Hier vorne ist ein bisschen Platz für euer Handy zum Beispiel oder für ein mittelgroßes Tablet. Und hier vorne
habt ihr natürlich im Blickfeld ein relativ großes TFT- oder LCD-Display, muss ich selbst nochmal nachschauen. Ich zeige euch mal kurz, was hier unter dem Tankdeckel zu finden ist. Da gibt es hier natürlich einen Schlüssel. Jetzt muss ich bloß den richtigen finden. So, das Besondere ist, man kann den Tankdeckel komplett abheben und dann habt ihr hier eben Platz auch für euer Handy. Ist nicht so viel Platz, also viel mehr als ein Handy und vielleicht ein paar Handschuhe passen da wirklich nicht rein. Darunter ist die ganze Elektronik für die Batterie zum Beispiel oder auch für die Lichtanlage und für das TFT. Deswegen ist da auch nicht so viel Platz drin. Schade eigentlich. Naja, so, machen wir das mal wieder zu. Und was ihr auch schon seht, das Motorrad ist im angeschalteten Zustand und ich habe den Schlüssel hier, weil das wird über diesen RFID-Chip, nach vorne, so, über diesen RFID-Chip wird das Ding im Prinzip scharf geschaltet und sobald ihr dann losfahren wollt, müsst ihr hier einen Knopf drücken, die Bremse ziehen und dann schaltet der erst in den Vorwärtsgang. Dann geht es erst los. So, jetzt seht ihr hier das Display und das ist im Moment gerade auf neutral. Das seht ihr hier oben natürlich, km/h. Ihr seht den Batteriestand, also den State of Charge. Die aktuelle Temperatur. Ihr merkt also, es ist hier gerade ziemlich kalt. Hier habt ihr eine Karte. Und was ihr hier unten rechts seht, das ist ganz interessant, ist einmal, dass es gerade ein Software-Update gab, das installiert wurde. Und ganz unten, don't sweat it. We are cooling down turtle mode high temperature. Das ist offensichtlich ein Bug, weil wir so niedrige Temperaturen haben, dass er in den turtle modus geht. Das heißt, ich kann im Moment nicht schneller als 20 km/h fahren und er hat auch nicht die Leistung, die er braucht, um zum Beispiel eine 10% Steigung hochzukommen. Das nächste, was ich euch jetzt zeigen werde, ist, wie verhält sich das ganze Ding denn, wenn man es ein- und ausschaltet. Das ist jetzt im Neutralmodus, das bedeutet, der Seitenständer ist unten. Ich werde jetzt einmal mit dem RFID-Schlüssel das Ding abschalten. Das hupt kurz, blinkt und geht aus. Und jetzt zeige ich euch, wie das angeschaltet wird. Dazu zieht man einmal die Bremse und geht mit dem Schlüssel wieder hin. Dann bootet das Display und die ganze Maschine hoch. Geht einmal kurz hoch auf 125. Das ist sozusagen der Power-on-Self-Test. Jetzt sieht man auch hier die Motortemperatur, ganz interessant. Vorhin hat er ja 0 Grad angezeigt, jetzt zeigt er 9 Grad an. Offensichtlich hat er das Software-Update auch eingespielt. Und wenn ich hier rumdrücke, merkt ihr, da passiert nichts. Also das sollte eigentlich ein Touchscreen sein, aber es passiert nichts. Ich nehme an, dass es da noch Software-Updates gibt. Es gibt auch noch keine, also zumindest ist mir das bisher noch nicht bekannt, keine App, die ist in Planung. Aber bisher ist das, was ihr jetzt seht, das, was ihr bekommt. Und auch hier wieder Turtle-Modus funktioniert noch nicht. So, und wenn ihr dann bereit seid, loszufahren, nehmt ihr den Schlüssel. Schaltet das Motorrad an. Klappt den Seitenständer hoch, klappt dabei die Fußraste mit hoch, klappt die Fußraste wieder runter. Geht in D. Und fahrt. Ciao.